bis zu fünfmal schwerer sein als eine Löwin. Schon viele ihrer Amtsgenossen wurden von solchen Hirnen aufgespießt. Es wäre leichtsinnig, einen Büffel allein anzugreifen. Die anderen Löwinnen kommen ihr zu Hilfe. Doch die Herde ist alarmiert, das Risiko ist zu hoch. Die Weibchen warten, bis die Dunkelheit der Nacht ihnen einen Vorteil verschafft. Sie müssen sich darauf verlassen, dass Yangbok die Rivalen in Schach hält, während sie auf der Jagd